romantischen Salon zu Netzwerken Leute. Das ist eine sehr spannende Spannbreite, die wir hier, ich habe schon einiges hier angesehen, hier sehr gut nachvollziehen können. Die Frauenbewegung fußt ja in der Tat auf Aktivitäten, Initiativen von Frauen aus dem 18. Jahrhundert. Das fing ganz langsam an, so wie Sie das hier ja auch beschreiben vom Salon. Das waren ja die Orte, an denen sich die damaligen Frauen überhaupt mal treffen konnten. Da gab es noch nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Da fing die Entwicklung an mit Freundschaften zwischen Frauen, die Erstaunliches hervorbrachten und ja einfach auch sichtbar machten. Feststellen in den Werken von Annalena Straube, wo auch allerlei Gewein durcheinander gerät und heftige Leidenschaften wahrzunehmen sind. Der ist, wenn man mal den ganzen Raum nachher so gemütlich abwandern kann, es gibt so eine Art zwei Kreise, die großen Gefühle, die Künstlerinnen, die sich mit der Freundschaft als solcher befassen, die sind eigentlich so der innere Kreis. Gerade gegenüber ist Petra Genster und Dorissa Lem, bei denen fehlt noch das Schild, kommt noch. Da schweben so einige Emotionsobjekte. Es gibt in verschiedenen Bereichen dann eben auch, wenn wir den äußeren Kreis dann nehmen, die Gruppen, Netzwerkegruppen. Und da ist dann schon mal hier vorne, rechts um die Ecke, diese Optimistin, weltweit, international. Und sie haben hier aber jetzt sich weniger ins Karitative begeben, sondern Corinna Heumann hat sie ermuntert, ein großes Gemeinschaftswerk auf den Weg zu bringen. Du hast mich lange begleitet, hast echte Ansprüche an mich ausgebreitet. Deine Programmierung zur Freundschaftsoptimierung hat mich gefordert, mich hinter meine Maske geordert. Fliegt in die Luft.
manchmal als eben auch auseinander.